Die Bauforum 24 TV Baumann News werden präsentiert von Zeppelin. Liebherr vervollständigt weiter sein Produktprogramm Mining und präsentiert auf der Bauma 2016 seinen neuen 200-Tonnen-Bagger R9200. Dieser ist auf Muldenkipper mit einer Nutzlast von bis zu 140 Tonnen ausgelegt. Also der R9200, der dringt natürlich vor in eine Klasse, die auch von der Konkurrenz schon zum Teil belegt ist, also in die 200-Tonnen-Baggerklasse. Und da mussten wir uns natürlich einige Sachen einfallen lassen, um mit dem Gerät wirklich was Neues zu schaffen. Und darum haben wir das Gerät jetzt also mit Technologie ausgestattet, die dem Gerät erlauben wird, in der Klasse wirklich Market-Leading-Produktivität zu zeigen. Der Bagger hat 12,5 Kubikmeter, sowohl in der Hochlöffelversion als auch in der Tieflöffelversion, ist ausgestattet mit einem QSK 38 Cummins 12-Zylinder-Motor mit 810 kW. Also ganz wichtig im Mining-Bereich ist ja, einen Bagger zu haben, den man länger als 24 Stunden betreiben können muss, ohne ihn nachtanken zu müssen. Somit ist der Bagger ausgestattet mit 4.500 Liter Diesel. Und bei einem Verbrauch von zwischen 120 und 150 Liter haben wir somit eine Autonomie, davon sprechen wir, von mehr als 24 Stunden. Wir haben die Serviceintervalle auch so gestaffelt, dass man diese Maschine jetzt nicht nur über den Tag, sondern über mehrere Tage am Stück betreiben kann, ohne dass irgendwelche Servicearbeiten notwendig sind. Wir verwenden jetzt im 9200 eine neue Version der doch altbekannten Liebherr-Litronik-Technologie. Was die wesentlichen Kennzeichen sind, ist, dass wir mehr und mehr Elemente aus dem eigenen Haus verwenden. Das heißt, wie vielleicht bekannt ist, unsere Schwesternfirmen in der ganzen Welt produzieren Elemente wie Hydraulikelemente, aber auch Elektronikelemente und einige andere Technologien, speziell für uns, die wir dann in diesem Gerät einsetzen. Die Verwendung dieser Komponenten erlaubt eine sehr feine Abstimmung, die heute notwendig ist in solchen Geräten, um die Verluste, die durch Systeme erzeugt werden im Gerät, möglichst gering zu halten. Das bedeutet, dass die installierte Leistung zu einem möglichst hohen Prozentsatz dann auch tatsächlich dem eigentlichen Zweck, das heißt dem Graben von Material, zukommen kann. Was wiederum bedeutet am Ende, dass dieses Gerät neben der hohen Produktivität zudem auch noch ein wenig Stillstandszeiten, Abzüge in der Effizienz hat. Die Bauforum 24 TV Baumann News wurden präsentiert von Zeppelin. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.